Ja, servus liebe Kinder, Dora, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Heute wollen wir mal was für draußen und für zu Hause schnitzen, nämlich einen Löffel, aber einen ganz besonderen, nämlich einen Herzlöffel. Was brauchen wir dazu? Ein Stück Astholz, dann entweder Taschenmesser, Multitool oder in meinem Fall ein Fahrtenmesser, das ist jetzt von Mora Knife aus Schweden. Stift, Schere, Restholz und Schleifpapier in verschiedenen Stärken. Als erstes tun wir mal unser Holz falten, dritteln und weil wir nämlich ans Kernholz ran wollen. Da könnt ihr entweder draufklopfen oder ich hier mit viel Kraft das Ganze spalten. So, den äußeren Drittel, zwei Drittel legen wir weg. Wir sind ja nur am Inneren interessiert. Und dass wir auch einigermaßen damit planarbeiten, machen wir später eine Vorlage, ein Motiv. Aber wir tun jetzt erst einmal das Holz etwas gerader schnitzen. So, dann jetzt können wir loslegen. Ich habe ja Restpapier, wie es im Kindergarten bei den Kindern heißt. Da messe ich jetzt mal mein Holz ab. Das übertrage ich jetzt einfach grob auf das Papier, schneide das Ganze aus und wichtig ist jetzt, falte es in der Mitte. So. Und jetzt überlegen wir uns mal, wie der Löffel später ausschauen soll. Weil dann haben wir gleich ordentlich symmetrische Vorlage, mit der wir gut arbeiten können. Okay? So, und jetzt überlegen wir uns mal, wie er ausschaut. So, also ich habe gesagt, hinten soll ein Herzl haben. Das malen wir jetzt hier mal zur Hälfte auf, also der Stielende endet in meinem Herz. Dann geht der Stiel so weiter und da vorne ist dann der eigentliche Bereich vom Löffel. So. Und jetzt schneiden wir hier die Vorlage mit der Schere geschwind aus. So und so und jetzt nur so. So und jetzt, Achtung, Simsalabim, ich klappe das Ganze auf und so soll dann später unser Herzlöffel aussehen. Den lege ich jetzt da drauf und übertrage das Ganze jetzt auf unser Holz. Da unten sehen, da müssen wir korrigieren. Da ist er etwas sehr kantig. Das ist noch nicht so, wie ich es haben will. So, jetzt ist er gleich runter. Und das ist das Schöne, das kann ich jetzt noch am Papier problemlos korrigieren. Also, jetzt lege ich hier diese Vorlage aufs Papier und zeichne das Ganze nach. So, und weiter geht's. So, bitte. Und schon tue ich mir viel leichter beim Schnitzen, weil ich jetzt eine brauchbare Vorlage habe, nach der ich arbeiten kann. Und wo jetzt Anfang, vorne oder hinten, ist eigentlich euch überlassen. Ich fange aber in dem Fall lieber vorne an, beim eigentlichen Löffel. Warum? Weil es da hinten filigraner wird, da hinten wird es viel dünner. Sprich, der kann man dann während dem Schnitzen abbrechen. Und das ist ja was, was ich nicht unbedingt will. Deswegen fangen wir vorne an. Seht ihr, da müssen wir ein bisschen abrunden. Schaut mal her, wie die Kante schon rund wird, weil ein kantiger Löffel ist ja nicht das, was man haben will. So, und ihr seht selber, wir können jetzt hier schon mal anfangen, dann langsam. Ja, ihr seht schon selber, liebe Kinder, Dora, ich lege jetzt hier gerade ganz erfolgreich
den Löffelkopf frei. Und da müssen wir uns wirklich einfach in Ruhe sparen für sparen vorarbeiten. Das geht in dem Fall nicht anders. Ne? Und deswegen ist wichtig, ich sehe dasselbe, wie ich jetzt ja auch hier zugreifen muss, dass wir erst den Löffelkopf ausarbeiten und dann uns an den Stiel machen. Der wird schon mindestens 10-mal abgebrochen. Und einen Löffelstiel zu kleben, das bringt sehr wenig. Und hier zeigt sich einfach die Qualität vom Messer, wenn ihr mal schaut, wie ordentlich man das Ganze sich aufspannt. Ist halt einfach mehrlagiger Stahl aus Schweden und nicht irgendeine Billigware aus Fernost. Und das sieht man einfach auch hier am Ergebnis, wie sauber man mit diesem schwedischen Messer schnitzen kann. Das ist einfach ganz was anderes. Ja, liebe Kindertore, ihr seht, ich bin jetzt schon wieder etwas weiter. Hier habe ich dann das Ganze ausgesägt. Also wer ein Multitool hat oder ein Taschenmesser mit Säge, der sägt das Ganze dann schon mal vor. Hier seht ihr jetzt schon das Herzl kommen können. Und hier auch schon ist die Vertiefung ganz gut gelungen, würde ich sagen. Eigenlob stinkt. Und jetzt geht es eben darum, dass wir dem Löffel, dem Stiel und an dem Ende vom Löffelstiel noch eine schöne Form geben. Hier seht ihr schon das Herz, ganz grob angedeutet. Und da arbeiten wir uns jetzt langsam vor. Ich würde sagen, als erstes schnitzen wir jetzt mal das Herz. Und dann ganz am Schluss machen wir nur den Löffelstiel. Und dazu, seht ihr mal wieder, tue ich mich hier ganz vorsichtig vorarbeiten mit meinem Messer. Schnitze hier die einzelnen Herzkammern sozusagen. Die Höcker, würde ich mal die Teile bezeichnen, die versuche ich jetzt so schön abzurunden, damit wir auch wirklich erkennbar ein schönes Herz am Ende vom Löffel hinbekommen. Ihr seht jetzt, ich tue den Löffelkopf unten ganz vorsichtig, wirklich Millimeter für Millimeter vorsichtig abrunden, damit wir hier eine schöne Krümmung haben, damit auch der Löffel gut im Mund reinpasst. Als nächstes, und da zeigt sich jetzt auch, wie gut euer Messer ist, versuche ich jetzt hier nur mit der Messerspitze vorsichtig auch wieder Millimeter für Millimeter die Vertiefung rauszuschnitzen bzw. zu schaben. Und ich muss hier teilweise, hier seht ihr, so laufen die Holzfasern und ich muss hier gegen die Maserung, gegen die Fasern arbeiten. Und da hilft wirklich nur eines, ein ganz scharfes Messer und wenig Druck. Und ihr müsst euch hier immer wieder vorschaben, nehmt es zwischen Zeigefinger und Daumen und dann wirklich nur mit der Spitze, so einen 30 Grad Winkel aufgesetzt und ganz vorsichtig das Holz rausschaben mit dem anderen Zeigefinger, mit dem linken Daumen, wenn ihr Rechtshänder seid, bei Linkshänder umgekehrt, da drückt ihr die Klinge und mit dem linken Zeigefinger drückt ihr vorsichtig gegen den Löffelkopf. Und zum Schluss vorsichtig das ganze Werkstück mit Schleifpapier abschleifen. Schnell. Ja, liebe Kinderautoren, schreibt mal her, was wir jetzt für einen schönen Herzlöffel geschnitzt haben. Da freut sich sicher jemand drüber. Und das schaut doch mal ganz anders aus, wenn man oben am Löffelstiel so ein schönes Herz hat. Weitere tolle Schnitzideen, Bastelideen, Experimente, Kochrezepte für Kinder findet ihr auf kinderautor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr wieder bei uns reinschaut. Macht's es gut bis dahin. Pfiat, servus, euer Olli.